US personnel are occupying a ship recycling facility in Along, India. I can't say why. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. In letzter Zeit sind da ziemlich viele neue Spieler zu 2042 dazugekommen und es haben sich auch generell einige Dinge verändert und neue Features wurden hinzugefügt. Deswegen schauen wir uns heute mal an, was jetzt aktuell die besten Einstellungen sind für die optimale Performance, Sichtbarkeit und generell um einfach am besten spielen zu können. Es sind auch tatsächlich einige neue Sachen dabei, also lohnt es sich auch für Leute, die schon die vorigen Videos gesehen haben, hier nochmal durchzuschauen. Viele Punkte sind auch sowohl für PC als auch für Konsolenspieler relevant, also sollte auch für jeden was dabei sein. Also lasst uns auch direkt mal einsteigen mit den Einstellungen. Und als allererstes gehen wir natürlich mal ins Hauptmenü und hier auf die Optionen. Bei General gibt es auch gleich ein paar Sachen, die wir ändern müssen. Erstmal Crossplay würde ich auf jeden Fall einschalten, weil ihr sonst immer Probleme habt, Lobbys zu finden. Und die Einstellungen muss man auch ab und zu mal wieder überprüfen, weil die deaktiviert sich ganz gerne mal nach einem Update oder auch einfach so random mal. Deswegen muss man da immer mal überprüfen, ob die auch noch an ist. Und ansonsten gibt es hier auch noch die Option Share Usage Data. Das muss man anschalten, wenn man die Battlefield Tracker Website benutzen will, um einfach die Stats und sowas ein bisschen genauer anschauen zu können. Ansonsten kann man hier eigentlich alles einstellen, wie man will. Ist nicht so wirklich wichtig. Bei Network kann man halt praktisch die ganzen Graphen und sowas einschalten, um so die Netzwerkaktivitäten zu überprüfen. Ich persönlich habe es aus, weil es halt einfach ein bisschen stört, die ganze Zeit das Onscreen zu haben, finde ich. Aber es hat auch ganz gute Informationen da drin, also kann man machen, wie man will. Bei Display ist natürlich wieder ein bisschen interessanter dann. Ich werde es hier auch nicht alle Optionen ganz genau erklären, weil sonst wird das Video hier eine halbe Stunde oder sowas dauern. Deswegen gehen wir hier jetzt auch eher schneller durch, um dann einfach ein bisschen schneller durch das ganze Video durchzukommen. Wir machen natürlich hier Fullscreen-Modus, stellen alles so ein, wie es unser Monitor halt maximal kann. Das Field of View würde ich auf Maximum stellen, um einfach ein bisschen sehen zu können. Und hier auch noch wichtig, ADS Field of View anzuschalten, damit praktisch euer Field of View immer gleich ist, egal in welchem Visier ihr seid. Dann ansonsten hier die Helligkeit kann man einstellen, wie es eben für einen passt. Sollte nicht zu hell sein und auch nicht zu dunkel. Und ansonsten könnt ihr hier einfach alles genauso einstellen wie ich. Und bei den tatsächlichen Grafikeinstellungen würde ich alles auf das Minimum setzen, um einfach die perfekte Performance und auch Sichtbarkeit zu haben. Manche Leute spielen natürlich auch gerne mit ein bisschen höheren Einstellungen, was man auch machen kann, wenn man die Performance einfach übrig hat oder das einen nicht so juckt, aber ist dann eben persönliche Präferenz so ein bisschen. Hier unten gibt es auch wieder ein paar Einstellungen, die tatsächlich wichtig sind. Was ich auf jeden Fall anschalten würde, ist Nvidia Reflex Low Latency. Das kann man auch auf Enabled und Boost stellen, ist gut für den Input-Lag und ein bisschen mehr Performance bringt es auch. DLSS würde ich persönlich eher ausschalten, weil das Spiel echt furchtbar damit aussieht. DICE hat da leider schon mal angekündigt, dass sie die DLSS-Version nicht updaten werden. Deswegen sind wir ein bisschen mit einer älteren Version stuck, ich glaube von 2021 oder so. Deswegen kann man das eigentlich auch ausschalten. Und ansonsten kann man ja alles so lassen, wie ich das auch habe. Future Frame Rendering hat früher ziemlich viel gebracht im BF5, aber inzwischen leider nicht mehr. Deswegen kann man das auch ausschalten. Und dann gehen wir auch mal weiter zum HUD. Hier ist, glaube ich, auch so ziemlich alles auf Standard so ziemlich. Camera Shaker Monster sollte man natürlich runterstellen, damit einfach dein Bild nicht so rumwackelt, wenn eine Explosion neben dir ist. Ansonsten hier auch wieder alles auf Standard. Show Kills Made By sollte man auf jeden Fall auf All setzen, um einfach ein bisschen besser lesen zu können, was so in der Runde abgeht. Beim Crosshair sollte man natürlich die Farbe so einstellen, damit man die einfach auf jedem Untergrund gut sehen kann. Helles Grün, helles Gelb und helles Pink sind meistens gute Farben dafür. Diese Option sollte man auf jeden Fall auch ausschalten. Wenn man die aus hat, bewirkt es praktisch, dass dein Crosshair immer genau in deiner Screenmitte ist und sich nicht bewegt und ist einfach gut, um immer zu wissen, wo du hinschießen kannst. Und die Option hier ist erst vor einer kurzen Weile reingekommen. Die zeigt praktisch dann die Schadenszahlen an, die du an einem Gegner machst und das ist natürlich ganz praktisch, um einfach zu wissen, wie viel Schaden du halt gemacht hast und dann ein bisschen halt daraus Entscheidungen treffen zu können. Ich würde es dann auch auf Medium stellen und dann sieht man das hier unten bei den normalen Damage-Zahlen und so. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch so ziemlich alles auf Standard. Die Farben kann man natürlich einstellen, wie man will. Und der Rest ist eigentlich auch alles persönliche Präferenz. Dann gehen wir weiter zu der Minimap. Die sollte man auf jeden Fall so groß machen wie möglich, weil da einfach viele nützliche Informationen drin sind, die man auch einfach immer brauchen kann im Battlefield. Und ansonsten ist hier, glaube ich, auch so ziemlich alles auf Standard. Beim HUD ist natürlich wieder richtig viel einzustellen. Das Ziel davon ist ganz einfach, dass die Icons und sowas nicht Gegner verdenken. Und deswegen gibt es hier halt zum Beispiel so Einstellungen wie Objective Icons Opacity. Das heißt praktisch dann, wie stark diese Icons und sowas angezeigt werden. Und ich persönlich schalte die einfach aus, wenn du im Visier bist, deswegen stelle ich die eben auf 0. Und das Gleiche gilt dann auch für die Optionen hier weiter unten. Hier bei den Friendly Icons, die würde ich nicht auf 0 setzen oder ganz ausstellen, weil es halt trotzdem ganz nützlich ist zu sehen, wenn da jetzt ein toter Teammate liegt. Und auch hier unten bei den Squad Revives, die habe ich halt dann noch ein bisschen höher gestellt. Dann geht es hier unten auch noch weiter mit den neutralen Icons sowas, die habe ich mal einfach auf Standard gelassen. Und den Ping-Marker habe ich auch ein bisschen angeschaltet, weil ich finde es schon nützlich, wenn du zum Beispiel jetzt mit echten Mates spielst und dir dann irgendwas markieren, dass du das trotzdem noch so ein bisschen sehen kannst. Manche Leute stellen auch hier oben die generellen Friendly Icons runter. Ich persönlich würde es aber auf 100 lassen, weil sonst hat man das Problem, dass irgendwie Leute in deinen Screen reinlaufen und du siehst gar nicht, dass es Teammates sind und schießt dann auf die, was natürlich ein bisschen dumm ist.
Weiter geht's dann mit Sound. Hier gibt es eigentlich gar nicht so viel einzustellen. Was man auf jeden Fall aber machen sollte, ist hier den Audio-Mix einzustellen. Für die Headphones ist normalerweise die beste Option. Man kann aber auch mal ein bisschen rumprobieren, was einem einfach am besten gefällt. Normalerweise ist die Option einfach am besten, um die Schritte und sowas optimal hören zu können. Wenn man ein bisschen so ein besseres Erlebnis einfach haben will, dann kann man hier auch Raw Tapes verwenden. Das hört sich einfach ein bisschen besser an. Aber für kompetitivere Leute ist das hier die beste Option. Ansonsten kann man hier eigentlich auch alles so einstellen, wie man will. Ich habe halt die Musik ein bisschen runtergedreht, weil es sonst immer ein bisschen abfuckt, wenn es halt auch immer diese hässliche 2040 Musik kommt, aber kann man ja machen, wie man will. Voice Chat ist natürlich persönliche Präferenz, benutzt eigentlich eh fast niemand, also kann man es theoretisch auch ausschalten. Subtitles ist natürlich relativ unnötig, also kann man auch getrost ein- oder ausschalten, macht es keinen riesen Unterschied. Und dann gehen wir auch noch weiter zu den Controller- und Maus-Einstellungen. Hier würde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil ich das schon mal in einem anderen Video gemacht habe, kann ich euch auch hier mal verlinken. Da habe ich auch generell einfach viel über Aim geredet, wie man darin besser wird, was man hier alles genau für Einstellungen machen sollte und halt auch jede Option wirklich genau erklärt. Deswegen kann ich euch empfehlen, in das Video mal reinzuschauen und hier seht ihr halt auch mal ganz kurz meine ganzen Einstellungen, die ich hier habe. Und ansonsten ist da, glaube ich, auch nicht so viel Interessantes dabei sonst. Bei Accessibility gibt es eigentlich größtenteils die Optionen, die wir schon gesehen haben, Farben einstellen, Camera Shaker Mount, solche Sachen. Da habe ich, glaube ich, eigentlich auch nichts Größeres eingestellt. Eine Option, die man machen kann, ist hier noch die Blendgranaten umzustellen. Wenn man jetzt eher nachts spielt, wenn man nicht komplett geblendet werden will, dann stellt man das auf Dark und dann ist praktisch der Effekt einfach schwarz anstatt weiß, was natürlich ganz angenehm sein kann. Ansonsten ist ja, glaube ich, auch alles auf relativ Standard eingestellt. Eine Sache, die man aber noch einstellen sollte bei Maus und Keyboard, die ich noch ein bisschen vergessen habe, wäre hier Always Use to Wrestle Sprint. Das heißt einfach, dass du immer in diesem schnelleren Sprintmodus bist, ohne halt einfach die Taste zweimal drücken zu müssen. Ich persönlich finde es ziemlich praktisch, aber es hat auch den kleinen Nachteil, weil du praktisch länger brauchst, aus diesem Modus ins Visier zu kommen und schießen zu können. Deswegen ist es halt so ein bisschen persönliche Präferenz, was man da lieber mag. Ich würde es persönlich aber auf anschalten. Als nächstes müssen wir dann auch noch ein paar Sachen direkt hier in Windows machen. Das ist natürlich für die Konsolenspieler ist nicht so relevant, aber für alle PC-Spieler ist es relativ wichtig. Und hier gehen wir einfach direkt mal in den 2040-Ordner an sich praktisch. Den findet man relativ einfach, da geht man einfach auf unsere Festplatte. Dann, wenn man auf Origin spielt, dann hat man hier direkt den Ordner mit den Spielen. Oder wenn man auf Steam spielt, dann hat man hier den Ordner, dann Steam Apps kommen und hier sollte dann Battlefield 2042 sein. Hier müssen wir dann reingehen und hier auf die 2042-Exe gehen. Dann machen wir Rechtsklick, Eigenschaften und hier haben wir dann gleich Optionen, die wir brauchen, und zwar in diesem Tab hier. Und hier müssen wir jetzt praktisch Vollbildoptimierung deaktivieren. Das macht einfach, dass das Spiel tatsächlich im Vollbildmodus läuft und nicht in diesem quasi Vollbild, den Windows ganz gerne nutzt. Und ansonsten kann man hier auch noch Programme als Administrator ausführen. Das bringt normalerweise auch einfach ein bisschen mehr Performance und führt zu weniger Problemen mit dem Spiel, muss man aber es auch nicht unbedingt machen. Ansonsten gibt es hier natürlich auch noch eine neue Option, die jetzt erst vor kurzem hinzugekommen ist, und das ist natürlich die User Config. Das ist praktisch eine Datei, wo man Code reinschreiben kann, der dann auf das Spiel eingewirkt wird, und das sind dann meistens Einstellungen, die du nicht in den normalen Einstellungen oder auch in der normalen Config machen kannst. Wie ihr das Ganze macht, ist eigentlich auch relativ einfach. Ihr müsst einfach eine neue Textdatei erstellen, was man hier unten machen kann. Dann geht man da drauf, einfach mit dem normalen Editor hier oder mit Notepad++ oder sowas, und dann könnt ihr hier die ganzen Befehle eingeben, die ihr eben haben wollt. Und ich nutze halt diese Befehle hier, die machen größtenteils einfach Effekte aus, als zum Beispiel hier Motion Blur oder auch bestimmte Lichteffekte und sowas. Und das Spiel sieht dadurch auch natürlich ein bisschen schlechter aus, aber es bringt halt auch echt viel Performance, je nach deinem System. Manche Leute haben einfach 50 FPS mehr dadurch, bei mir ist es, glaube ich, so wahrscheinlich 10, 20 maximal, aber ist trotzdem ein ganz guter Boost, kann man auf jeden Fall machen, wenn man es will. Und es gibt auch noch viele andere Einstellungen, die man hier machen kann. Eigentlich alles, was das Spiel halt zulässt. Aber das sind halt die, wo auch tatsächlich ein bisschen was bringen. Also würde ich halt empfehlen, die einfach zu nehmen. Und wenn euch dann bestimmte Sachen nicht gefallen, könnt ihr die auch einfach wieder rauslöschen. Einfach so, zack, gelöscht. Und dann sind die wieder deaktiviert. Die meisten sind auch relativ selbsterklärend, glaube ich, wenn man ein bisschen zumindest researcht. Aber ja, solltet ihr hinkriegen, denke ich mal. Was ihr aber auch noch machen könntet hier, ist, wenn ihr eine bessere FPS-Anzeige in-game haben wollt, weil die ist ja in-game so ein bisschen so, dass da irgendwie vier Werte übereinander stehen und auch die normale FPS-Anzeige von der CPU ist irgendwie ein bisschen komisch dargestellt. Und wenn ihr das halt ein bisschen anders haben wollt, dann könnt ihr hier diese Befehle eingeben. Die machen praktisch, dass diese weiteren Elemente einfach ausgeblendet werden und auch, dass die normale CPU-FPS auch ein bisschen normaler angezeigt wird. Und wenn ihr dann generell einfach das Performance-Overlay anschalten wollt, dann müsst ihr eben hier den Befehl hier eingeben. Das könnt ihr auch natürlich auch in der Konsole in-game machen, aber ist ein bisschen komfortabler, wenn es einfach jedes Mal automatisch geht, wenn ihr das Spiel startet. Wenn wir jetzt mit den ganzen Sachen fertig sind, müssen wir das Ganze natürlich einfach abspeichern. Dazu gehen wir einfach auf die Datei drauf, dann machen wir Speichern unter, geben da den Namen ein, user.cfg, und dann können wir das Ganze abspeichern und alles sollte aktiviert sein beim nächsten Spielstart. Es gibt aber auch noch eine weitere Config tatsächlich, die man auch noch einstellen sollte,
und die finden wir unter Dokumente. Dann gehen wir auf Battlefield 2042, auf Settings und hier gibt es noch die ProfSafe Profile-Datei. Die könnt ihr auch wieder mit Notepad++ oder sowas öffnen und hier gibt es dann auch nochmal ein paar zusätzliche Einstellungen, die man einstellen kann. Im Prinzip sind hier eigentlich alle Einstellungen drin, die es gibt fürs Spiel. Und hier gibt es auch ein paar, die man einstellen kann. Zum Beispiel gibt es relativ weit unten irgendwo solche Sachen wie Transparent Shadows und sowas. Die kann man einfach alle auf 0 setzen. Und das bringt dann eben auch nochmal ein bisschen mehr Performance und ein bisschen mehr Sichtbarkeit, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger als die in der User Config. Ich werde euch auch die beiden Dateien, also die ProfSafe Profile und die User Config, beide in die Beschreibung packen und wahrscheinlich auch noch die ganzen Commands aus der User Config. Da könnt ihr das Ganze einfach reinkopieren, wie ihr wollt, oder auch gleich die ganzen Dateien verwenden, wo dann einfach alle Einstellungen von mir drin sind. Könnt ihr dann eben machen, wie ihr wollt. Und zuletzt haben wir auch noch eine Option, die wir immer ausschalten müssen bei jedem Windows-PC. Und zwar gehen wir hier auf die Mauseinstellungen, dann auf weitere Mausoptionen. Und hier gibt es dann die Option, Mausgenauigkeit verbessern oder sowas in Richtung, die müssen wir einfach ausschalten, weil was diese Option tatsächlich macht, ist Mausbeschleunigung aktivieren und das ist auch manchmal ingame lang aktiv und macht natürlich euer Aim komplett kaputt, deswegen sollte man das immer ausschalten. Und das war es dann eigentlich auch schon so ziemlich mit allem, was man in diesem Spiel einstellen kann. Ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr keinen weiteren Videos passen wollt, lasst kein Sub da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein!